Jetzt müsst ihr starke Nerven haben. Gleich seht ihr die ersten Bilder von Aliens, die sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Und ich muss sagen, schön sind sie nicht oder zumindest gewöhnungsbedürftig. Ein Forschungsteam aus Oxford hat einen komplett neuen Ansatz genutzt, um endlich herauszufinden, wie unsere außerirdischen Nachbarn aussehen könnten. Und ihr Ergebnis ist verblüffend. Wie das Forschungsteam auf dieses Ergebnis gekommen ist und wie konkret wir uns also unsere außerirdischen Nachbarn vorstellen müssen, jetzt in Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, heute aus Duisburg. Dass es sie gibt, das ist bei den meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unumstritten. Doch wo genau sie stecken und wie sie aussehen, die Außerirdischen, das wissen wir nicht. Seit vielen Jahrzehnten suchen Forschungsteams weltweit nach ihnen. Wir analysieren Planetensysteme, horchen ins All und untersuchen Monde. Indizien für ihre Existenz gibt es noch und nöcher. Es fehlt nur noch der eindeutige Beweis. Und so stellt auch das Forschungsteam aus Oxford gleich am Anfang der wissenschaftlichen Abhandlung namens Darwins Aliens erst einmal klar, etwas über das Aussehen oder das Verhalten von Aliens zu erforschen, das sei wahrhaftig nicht einfach. Doch dann geht es auch schon ans Eingemachte. Konkret geht es an die Evolutionstheorie nach Charles Darwin. Viele von euch haben ein bisschen davon ja in der Schule mitbekommen. Doch dass sie auch genutzt werden kann, um Alien-Vorhersagen zu machen, darauf ist bisher noch niemand gekommen. Bislang ging man eher von Modellen aus, die man hier auf der Erde in Fachbereichen wie Geologie, Physik und Chemie beobachten kann, um das dann zu übertragen und so Rückschlüsse auf das Aussehen und das Verhalten von Aliens zu bekommen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Universität Oxford gehen jetzt tatsächlich zum ersten Mal von der Evolutionstheorie des guten alten Charles Darwins aus. Ihre These, genau wie das Leben auf unserer Erde, sind auch Außerirdische der natürlichen Selektion ausgesetzt. Heißt also konkret, nur die Lebewesen, die am stärksten und fittesten sind, überleben. So müssen sich also auch fremde Lebensformen auf fremden Planeten immer wieder weiterentwickeln, um zu überleben. Weiter gehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon aus, dass auch in der Heimat von Außerirdischen große Veränderungen stattgefunden haben bzw. stattfinden, die dann wiederum große evolutionäre Schritte zur Folge haben, ebenso wie bei der Entwicklung des Lebens auf der Erde. Mit großen Veränderungen sind solche Entwicklungen gemeint, die immer komplexere und höhere Lebensformen hervorbringen, beispielsweise die Entwicklung zu einem mehrzelligen Organismus. Nur die, die am besten an ihre Umwelt angepasst sind, überleben. Und das könnte zum Beispiel so aussehen. Ein riesiger Wurm, der Octomyth. Er existiert unter der Planetenoberfläche und besteht aus verschiedenen Wesen, die voneinander abhängig sind und miteinander kooperieren. Wie sehe da eine erste Begegnung aus? Oder solche Wesen? Am Ende, so das Fazit des Forschungsteams, könnte ein außerirdisches Wesen entstanden sein, das uns Menschen sehr ähnlich ist. Sam Levine, einer der beteiligten Forscher, formuliert das so: Vorausgesetzt, dass Aliens großen Veränderungen ausgesetzt sind, was dem entsprechen würde, wie sich Komplexität in den Arten auf der Erde ausgebildet hat, können wir sagen, dass eine gewisse Berechenbarkeit der Evolution dazu führen würde, dass sie aussehen wie wir. Und das Forschungsteam ist von seinem Ergebnis überzeugt, ihre theoretischen Voraussagen zum menschelnden Alien gelten auch für diejenigen unter den Aliens, die beispielsweise Stickstoff atmen oder keine DNA besitzen. Das alles klingt ganz logisch, denn warum sollten Lebensformen im All nicht ähnliche Lösungen für ihre Probleme gefunden haben wie wir? Natürlich jeweils angepasst an ihre Umweltbedingungen. In einer Umwelt mit viel Licht wäre es ja durchaus sinnvoll, so etwas wie ein Auge zu entwickeln. Ob es jedoch 2 oder 6 sind, so konkret werden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Oxford nicht. Das sagen sie auch selbst, so Sam Levine. Wir können immer noch nicht sagen, ob Aliens auf 2 Beinen laufen oder große grüne Augen haben werden. Andere Astrobiologen sehen das etwas anders. Manche von ihnen sind überzeugt davon, dass die meisten der extraterrestrischen Lebewesen ihre Existenz schon längst geupdatet haben auf eine künstliche Intelligenz, die uns weit überlegen ist. Das ist eine extrem spannende Abnahme. Dazu sollte ich mal ein Video machen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Hier geht es weiter, wenn ihr draufklickt mit: Haben wir Aliens zu uns gelockt? Vielleicht sind sie also schon da. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.